So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und da sind wir wieder bei LEGO Worlds. LEGO Worlds ist in aller Munde. LEGO Worlds ist ein Spiel, das Freude und Spaß bereitet. Und LEGO Worlds ist ein Spiel, wo man sich auch schnell verlaufen kann. Und das habe ich nämlich getan in der letzten Folge. Und ich habe immer noch nicht den Weg nach Hause gefunden. Deswegen nehmen wir uns jetzt ein Pferd und versuchen den Weg nach Hause zu finden und laufen hier einfach mal am Strand entlang, in der Hoffnung, dass wir da irgendwas finden. Weil ja auch unser Flugzeug verschwunden ist. Weil wir unbedingt mit einem Bohrer irgendwo lang wollten, der dann unter Wasser geraten ist. Tja, das ist halt LEGO Worlds und dabei wollte ich noch was Schönes Neues mit euch bauen. Also reiten wir jetzt hier einfach mal wild durch die Prärie und entdecken viele tolle neue Objekte. Und so ein Pferd kann einiges kaputt machen. Yeeha! Mit der Ziege geht's viel schneller. Guckt euch diese Ziege an, was sie kaputt machen kann. Hatten wir auch schon entdeckt. Yay, das war Mais oder so, keine Ahnung. Bam. Und da hinten geht der Mond auf. Der Lego-Mond, ja. Lego-Mond, die sind alle Monde. So, jetzt stellt mir gerade die Frage. Schwimme ich darüber oder nicht? Ich sollte es wohl mal probieren. Yay! Damit schwimmt man sogar schneller. Und die Ziege trinkt nicht. Ja, bitte an die ganzen Leute von Greenpeace. Es tut mir leid, ja. Aber ich muss jetzt diese Ziege verwenden, um durch das Wasser zu kommen. Und die Ziege, die freut sich auch, denn sie hat endlich mal wieder ein Bad bekommen und riecht nun wieder angenehm. Oh, verdammt, das ist ein Skelett. Ich hau mal lieber... Oh, das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Die können wir auch nochmal schnell aufmachen. Yay! Ich könnte mir eigentlich ein neues Flugzeug kaufen, fällt mir gerade ein. Aber ja, jetzt habe ich hier gerade so schöne Sachen entdeckt. Das ist voll lustig. Also einen blinden Baum kriegt sie nicht kaputt. Oh. Guckt mal an, was da gelandet ist. Okay. Kein Problem. Haben wir gleich gelöst. So viel zu dem gelöst. Ich bin der Farmer. Ich suche einen tollen Begleiter. Ich möchte ihn jetzt reiten. Da vorne gibt es Pferde mit dem... Wo ist es denn, das weiße Pferd? Oder ist das ein Pferd oder ist das eine Kuh? Now we have entered a new era. We found a cow. And now I am a real cowboy. Kenn ich dich schon? Nein, den kenne ich noch nicht. Schweinchen, Schweinchen dick. Aber cool, hier haben wir die Pilzzone. Ja, also hier gibt es neben den normalen Fliegenpilzen auch Fußpilz, glaube ich, habe ich gehört, so. Vielleicht auch noch ein bisschen Spargel. Meh, meh, hau ruhig ab, du kleine Schaf, du Luder, du. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, wir suchen immer noch den Weg nach Hause. Ich habe einfach mal die Hoffnung, wenn ich hier das Wasser entlang laufe, dass ich dann irgendwann mal den Weg nach Hause finde. Wer bist du denn? Mensch, ein Seemann! Ein echter Seemann aus dem Norden! Der weiß bestimmt, wo hier die frische Brise herkommt von meiner Heimat. Ja, der würde mich bestimmt ganz sicher mal in Richtung Heimat schicken. Oh, ist das wieder Doktor? Ist das Doktor? Yep, das ist Doktor. Doktorspielchen gibt es von anders, aber ich komme später mal auf dich zurück, wenn du Lust hast. Ansonsten, call me 911. Hey, I just met you. And this is crazy. Okay, bevor jetzt alle gleich hier wieder einen Ohrwurm im Kopf haben. And here's my number. So call me maybe. Sorry. Ich weiß jetzt nicht, was da in mich gefahren war. Habe ich mich jetzt gleich im Kreis bewegt, dann macht das Ganze gar keinen Spaß. Ja, woran hapert es denn, hä? Kommt die Kuh da nicht lang oder weiß ja? Whee! Was? Boing. Na komm. Boing. Wie ist denn der gerade? Hä?
Der hat ja gerade Boing gemacht. Mann, aber Boing. Ich will nochmal Boing machen. Hä? Der hat nicht mehr Boing gemacht. Mach die keine Boing. Oh, 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 oh. Wisst ihr, was mir hier bekannt vorkommt? Okay. Da ist ja noch so einer. Aber hier war ich, glaube ich, schon irgendwann mal. Gibt es hier nicht eine Karte oder sowas? Karte, 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 Karte. Charakter bearbeiten. Karte. Aussteigen, aussteigen. Info. Nein, nein, nein. Wow. Schließen heißt nicht aussteigen, du blödes Ding. Erstmal aussteigen. Mitten im Flug, ja. Wir schließen ein Fenster. Komm, steigen wir es mal aus. Ey, Fenster ist geschlossen. Nee. Nee, da komme ich ja her. Das heißt, es muss in der Richtung sein. Ich glaube, ich verzettel mich hier gerade total. Hier finde ich jetzt ärgerlich. Man hat so eine eingeschränkte Sicht. Ich sehe jetzt hier unten das alles, ja. Schön und gut, aber in Wirklichkeit voranbringt es mich das nicht. Ich würde jetzt gerne zu meinem Spawnpunkt zurück. Wie kann ich denn wieder da landen, wo ich angefangen habe? Mann, das ist doch ärgerlich. Liebes Lego-Team, gib mir Sachen, wo ich wieder anfangen kann. Da ist ein Strauß. Oh, 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 hier, Kuchen. Kuchen Island, Kuchen, Kuchenland. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Cookie Land. Was? Was hat er denn, der jetzt entdeckt? Cookie Land kennen wir doch. Warum hat er das jetzt entdeckt? Oder ist das anderes Cookie Land? Nee. Kannten wir doch schon. Oder ist es ein Cookie Land mehr? Ob es hier auch Atlantis gibt? Ob er das vielleicht meinte? Na, guckt euch das hier mal auf dem Boden an. Da haben wir ein Auge. Sieht schon verdächtig aus, oder? Auch schon, wie sich das da hinten aufbaut, wenn man so hochfliegt. Wenn ich jetzt runterfliege, sieht das natürlich alles wieder anders aus, aber ich muss später dann eh wieder hoch. Wey, wie hoch kann ich denn? Über den Wolken, das hatten wir schon. Oh, das ist eine schöne Berglandschaft, sehe ich gerade. Haben wir die schon entdeckt? Scheinbar schon, sonst hätte er jetzt schon gemeckert. Hier könnte man sich auch schön niederlassen. Ah, da müsste ich schon wieder alles neu aufbauen und so. Ah, ich weiß ja nicht. Besonders ressourcentechnisch. Das ist halt noch etwas, was in Lego Worlds fehlt. Ressourcen, beziehungsweise Sachen, die man wirklich, ja, mal nicht durch Kaufen freischalten muss. Ja, hier gibt es natürlich komplette Sets. Da wird es auch demnächst dann noch mehr geben mit den kommenden Updates, aber aktuell... Moment. Hier könnte ich bauen. Hey, hier ist ja alles so schön steinig. Ein einzelner Baum. Also ich glaube, ich habe langsam die Hoffnung verloren, jemals nach Hause zu finden. Troplay nach Hause telefonieren. Problem ist bloß, zu Hause kennt mich keiner, weil ich wohne ja allein zu Hause, ne? Also jetzt in dem Spiel. Nicht in Wirklichkeit, in dem Spiel. Das gibt's doch nicht. Hier ist ja nichts. Hier ist ja tot. Hier ist ja alles weg. Hier ist ja... Hallo. Oh, 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 oh. Da baut sich wieder was auf. Da baut sich was auf. Er berechnet, er berechnet. Und hat aufgehört mit berechnen. Ja.
Ja, was soll man zu Lego Worlds noch groß sagen? Man kann viel erforschen, man kann viel erkunden, man kann auch viel bauen. Ja, ich würde euch ja gerne meine weiteren gebauten Sachen dann endlich mal präsentieren, aber... Oh, oh, oh. Aber leider gibt es hier keinen Multiplayer-Modus, dass man ja auch mal kooperativ ein bisschen was bauen könnte. Ne, Lego? Kooperativ. TT Games. Ja. Weil ich muss ja sagen, mir hat ja auch Lego City Undercover hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ist ja auch von TT Games. TT Games. Yay! Titi! Die Frage ist halt, was ich halt gerne öfters in Let's Plays stelle, so nach ein paar Folgen. Wollt ihr denn überhaupt mehr sehen oder sagt ihr, lieber Tro, mach was anderes, ja, mach etwas, was ein bisschen mehr Spannung hat, weil zurzeit Lego halt wirklich noch nicht so wirklich den Content hat. Wirklich, wirklich. Ich habe da doch gerade was gehört. Pferd? Was ist das? Ist das irgendeine Dschungelpflanze? Das heißt, also, wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, lieber Troplay, lass es, ja, könnt ihr mir das ruhig in die Kommentare schreiben. Wenn ihr aber der Meinung seid, ich soll es weitermachen, und das ist halt das Wichtigste, ja, also wenn da wirklich jemand dann schreibt, hey, lieber Troplay, pass auf, ich gucke gerne deine Lego Worlds Let's Plays und möchte gerne auch mehr sehen, dann natürlich, mach ich weiter. Hatten wir das vorhin hier nicht schon mal? Komm, ich pack mich jetzt hier auf die Einsiedlerinsel. Ich bin eigentlich so ein Erforscher. Ja, komm, landen. Landen. Muss man extra aussteigen, damit er landet, oder was? Klingt logisch. Kennt ihr auch, ne? Man springt erst aus dem Flugzeug, damit es landet. Mhm. So. Also, wir haben jetzt hier nochmal ein Starter-Set. Das können wir jetzt hier nochmal hinbauen. Würde ich jetzt an dieser Stelle auch erstmal machen. Damit wir überhaupt was haben. Und... Gib ihm die Kante. Los, zeig ihn. Ja, man kann sogar noch Nachbarn dazu machen. Das Coole ist, das andere Haus wurde abgebaut. Abflachen. Automatisch bauen an. So. Jetzt haben wir hier so eine Art... Ja, Doppelhaus. Haben wir jetzt hier ein paar... paar Leute hier, ne? Kann man hier eigentlich was nehmen? Oh. Ja. Nee, doch nicht ins Auto steigen. Solltest das Glas da nehmen? Ne, das macht er nicht. Hier hat er sogar eine Etage höher gebaut. Cool. Post ist auch für mich da, oder? Was? Au! Ich wurde von dem Briefkasten attackiert. Der Briefkasten hat mich angegriffen. Komm. Okay. Also den Pool kann man jetzt so nicht benutzen. Aber jedenfalls habe ich die Masse fertig. Ach komm, jetzt lass ihn doch mal in Ruhe. Er kann doch nichts dafür. Upsa. Komm, lasst ihn in Ruhe. So. Einfach den armen Mann angreifen. Gut, aber ich will jetzt auch endlich mein Haus bauen. Ich habe ja eigentlich mir vorgenommen, immer feste Baupläne zu nehmen, aber zurzeit sind noch nicht alle Sachen da. Deswegen bin ich ja auch rumgereist und rumgefahren und rumgeschlittert und was weiß ich nicht alles. Ja, also muss ich jetzt doch selber Hand anlegen. Meiner Kreativität freien Lauf lassen. Ach komm, jetzt lass mich mal hier in Ruhe. Das heißt also, los geht's mit dem Bauen.
Stein. Nein, nee, Stein noch nicht. Ich will erstmal noch ein bisschen die Welt formen hier. Ich will hier das glätten. So, komm. So, komm, hey. Müssen wir jetzt mal natürlich glätten. Oh, das glätten dauert ja ewig. Auswählen, exportieren, Gelände entfernen, Gelände hinzufügen. Okay. So war das jetzt nicht gedacht, aber... Okay, machen wir es einfach so. Ja, oh, ja. So, mal gucken. Ist auch doof, ne? So. So sah es doch besser aus. Abflachen. Oder aufstocken, wie auch immer. So. Ja. Genau, komm. Eigentlich sollte er das angleichen. Und nicht runter jetzt machen. So, schön hoch. Ja. Ach, hier muss man immer Stück für Stück. Ja. Komm, hier auch noch hoch. Komm, machen wir so beim Viereck. Jawoll. Schön hoch. Man muss ja wirklich jetzt vorsichtig sein, weil wenn man zu weit nach vorne geht, kann es passieren, dass er dann einen das kaputt macht. So, komm. Schön ergänzen, jawoll. So. Ja, hier kann ich doch so ein schönes kleines Häuschen bauen. Gut, wie ich das Häuschen baue, vielleicht seht ihr das in der nächsten Folge, vielleicht in der übernächsten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich das anfange. Ich werde jetzt jedenfalls mal noch die ganzen Platten setzen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bin euer Tro. Bleibt cremig und zart. Tschö, tschö.